Natürlich sprechen wir auch nach einer Niederlage noch miteinander und damit herzlich willkommen zu Folge 72 vom 60er E-Talk. Nach dem Spiel in Elversberg von den Löwen, was bekanntlich ja nicht so erfreulich für uns endete, und vor der Partie gegen Erzgebirge Aue freue ich mich heute Abend mit Bernd und Christian zu sprechen. Schönen guten Abend. Hallihallo. Guten Abend allerseits. Wir sind im alten Rhythmus am Montagabend angelangt. Gerade läuft Verl gegen Meppen parallel, wo die Meppen da gerade noch führen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und wir sprechen eben bekanntlich nach der ersten Saisonniederlage für den TSV 1860 München. Ich hatte das Vergnügen, das Ganze vor dem heimischen Fernseher anzusehen. Ja, Vergnügen ist aber dahingestellt. Das war eher ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Da ist vielleicht doch mal ganz angenehm, dass man im Stadion nicht alles so ganz genau mitbekommt. Die beiden Herrschaften, die hier noch vertreten sind, waren auf jeden Fall vor Ort. Wie war das denn eigentlich? Ihr seid ziemlich nass geworden, habe ich so das Gefühl gehabt, oder? Das hat ja ziemlich geregnet am Anfang, Christian, oder? Ja, in der Tat. Also wir sind mit dem Zug ja raufgefahren und St. Ingbert ausgestiegen, dann mit dem Bus noch weitergefahren. Ist ja auch nicht so ganz leicht, da hinzukommen. Und tatsächlich ab Aussteigen in Elversbergkirche ist dann die Station. Brutal. Da hat es so geschüttet, da muss man dann noch so 400 Meter laufen. Und nach den 400 Metern waren wir echt schon pitchpudelnass. Und dann, das war so 2 Stunden vor Spielbeginn oder eineinhalb bis zwei. Und dann haben wir uns entschieden, da war dann auf dem Weg diese, also Kaiserlinde, so eine Kneipe irgendwie, Blues Café hieß es auch. Und da waren halt lauter Elversberger und Löwen drin und so, war zünftige Stimmung. Dann haben wir entschieden, damit wir uns ein bisschen trocknen nochmal, weil ja auch keine Überdachung auf dem Stehplatz, sind wir da nochmal rein auf ein paar Biere. War wirklich auch sehr nett, so die Leute dort waren echt lustig und nett und haben sich auch, glaube ich, tierisch gefreut, dass da so ein Aufmarsch irgendwie stattfindet von so weit gereisten Gästen. Und genau, hatte aber dann zur Folge, dass man dann natürlich viel zu spät ins Stadion ist, also sprich 20 Minuten vor Anpfiff. Also Trocken wie waren wir dann immer. wieder. Hä? Also alles wie immer quasi. Nee, ganz anders als sonst war ich. Und genau, ich habe dann sogar ein Plätzchen noch für meine Fahne hinterm Würstelstand gefunden, aber tatsächlich dann einen vernünftigen Platz in diesem Block noch zu finden, war eher schwierig. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob man dann, wenn man da 2 Stunden vorher da ist, hätte man wahrscheinlich auch nicht mehr gesehen. Also das eigene Tor hat man kaum gesehen. Wer uns zuschaut, sieht es bei mir im Hintergrund. Also das ist so die Perspektive aufs Spielfeld gewesen. Genau. Aber nach dem 3-0 hat man dann ja eh sich erstmal ein bisschen abgewendet und erstmal mehr noch Essen und Trinken zu sich genommen. Genau. Und tatsächlich, dann hat es ja nicht mehr. Während des Spiels hat es dann gar nicht geregnet und es hat dann erst so nach 5 bis 10 Minuten nach Abpfiff hat es wieder nochmal so einen Schauer gegeben. Genau, und da hatten wir aber die Möglichkeit, dann so uns irgendwie von Dach zu Dach irgendwie zu bewegen, um dann nicht mehr so nass zu werden. Das war es zum Wetter von meiner Seite. Einmal durchnässt und jetzt kommen die Nachrichten oder wie ist das? Nee. Genau. Warst du damals eigentlich schon mit einer Relegation noch in Elversberg? Für mich war es tatsächlich Premiere. Elversberg, ich war bei der Relegation damals, also 13 von den Amas, nicht dabei. Ja, und also der Eindruck war insgesamt, es ist ja das immer, gell? Bei 60 so typisch. Es war eine super Fahrt, wir hatten so viel Spaß und ein geiler Tag. Also aus meiner Sicht, nur das Ergebnis hat nicht korreliert mit dem Ganzen, was man erlebt hat. Und ich finde auch das Stadion, also ich möchte es durchaus nochmal hervorheben, diese Tribüne ist, glaube ich, relativ neu. Die gab es, glaube ich, 13 noch gar nicht. Also, wenn der Gästeblock ein bisschen steiler vielleicht wäre und ein bisschen irgendwie ja auch höher raufgehen würde, dann hätte das fast so Schmuckkästchen-Charakter. Wenn ich das noch kurz sagen darf, man kommt von dieser großen Haupttribüne quasi, also auf der anderen Seite vom Gästeblock, dann die Straße entlang, wenn man dann mit dem Bus angekommen ist. Und dann kommt man so daher und dann hat man so, auf einmal hat man so einen Blick sozusagen in dieses Ding rein und das ist ja dann richtig viel tiefer unten. Und das ist schon echt total, dass man sagt, boah, was ist denn hier? Also dann ist halt da, was weiß ich, 30 Meter tiefer oder wie viel das ist, ist dann das Spielfeld und du siehst da diese fette Tribüne und ja, schon irgendwie ganz geil da, ja. Okay. Ja. Schön, also war. Jetzt Hat sich auf jeden Fall. am Fernseher echt anders empfunden. Sieht so ein bisschen zusammengewürfelt aus, muss ich sagen. Also eher so notdürftig nach und nach hingestellt, wobei es ja auch seinen Charme haben kann, Bin ich offensichtlich. ein Spielertyp, das heißt, fürs Würfeln bin ich eh zu haben. Nein. Also, das stimmt schon. Es ist schon so ganz, es ist schon so ein bisschen diese, vor allem diese, vielleicht ist auch noch diese Tribüne auf der anderen Seite. Das war dann wohl früher die Haupttribüne. Da saßen jetzt am Samstag die Journalisten, habe ich mir dann sagen lassen. Und sonst saß da aber halt niemand. Diese, ach ja, doch. Und ich glaube, von uns offizielle Präsidium und so, die saßen auch auf der Seite. Aber man sieht es auch, wie gesagt, wenn man zuschaut, bei mir im Hintergrund dieses Gelb-Rote da. Das ist irgendwie diese andere Tribüne. Aber
da waren dann, also wofür sie die dann nutzen, ist ein bisschen seltsam alles. Ja. Die hinterm Torseite von den Heimfans, die ist eigentlich ganz geil. Ich habe das mal zwischendrin auch zu Begleitern gesagt. Er sagt, wir könnten eigentlich drüben stehen, dann wäre es ein bisschen wie in Haching. Dass die Gäste schön den großen Stehplatzbereich voll machen und die Heimfans können sich halt da verlustieren auf dieser niedrigeren Seite. Genau. So war's. Bernd, warst du auch im Gästeblock oder warst du in diesem kleineren Block auf der Gegengerade? Nein, ich war auch in dem Gästeblock hinterm Tor. Wo ich den Elversbergern echt ein Riesenkompliment machen muss, ist der Würstelstand. Ja. Also wirklich wahr, das gibt es tatsächlich selten, so eine riesengroße Auswahl an tatsächlich durchweg schmackhaftem Essen. Unfassbar gut, im Gegensatz zum Bier. Ich okay. Bin ja jemand, der mit Pils nicht wirklich was anfangen kann und dann auch noch dieses super bittere Bitburger. Das war, also die erste Halbe war echt der Qual und dann musste es aber laufen, weil es hatte nichts Käufer bei dem Spiel. Welche Würstel hast du probiert? Du, ich habe die Fleischpflanzerl probiert und diese etwas dickeren. Diese ganz dicken, oder? Ja, genau. Ich habe die ganz dicken probiert auf einen Tipp hin und mein großer Sohn hat die dünne weiße probiert und die habe ich dann auch natürlich noch ein bisschen probiert. Aber ich fand diese rote dicke schon, also die hat mich sehr an den Berufsschulwitz erzählt, weil ich wohl was von der groben dicken und dann sagt er, na, die ist eine Berufsschul. Schon wieder im Niveau massiv gesunken heute. Sorry, Herr Moderator. Ich fand das Bier aber auch okay. Ich finde, es war ja auch nicht das erste an dem Tag, Bernd. Das brauchst du uns ja nicht erzählen. Also insofern. Ja, nein, natürlich war es nicht das erste an dem Tag, aber aufgrund dessen, dass ich halt im Bus mit hellem Bier aus München verwöhnt worden bin, quasi im Gegensatz zu diesem Pilzblende. Ja. Schau, dann muss ich, Jan, du kannst gleich fortsetzen im Programm, aber da muss ich noch ergänzen. Schaut, das ist immer das Niveau, wie tief man fällt, weil wir hatten tatsächlich am Hinweg im Intercity, nachdem das Mitgebrachte aufgebraucht war, das war jetzt nicht so viel, hatten wir da schon das erste Spaten. Ja, okay. Und dann kann ich auch so einen Bitburger gern umswitchen. Aber gut. Ja. Bitte. Also Stadion positiv, kulinarisch auch eine 2, würde ich jetzt sagen, ne, nach der wachsenden Bierleistung. Spielerisch, naja. Fällt die Schulnote, glaube ich, schlechter aus, würde ich mal sagen. 4-1 am Ende. Ja, die erste Halbzeit eher zum Wegschauen. Wie hast du das denn aus dem Gästeblock, also du hast ja da 3 Treffer vor deiner Nase quasi erlebt, oder ihr beide eigentlich, wie hast du erlebt, Christian, die erste Halbzeit insbesondere? Also tatsächlich hat man das relativ schlecht, wie gesagt, alles gesehen, aber es wirkte so irgendwie so ein bisschen, kann ja der Bernd gleich auch viel kompetenter dazu sich äußern als ich, aber es wirkte, ich fand es so ein bisschen lahm, so ein bisschen blutleer und die anderen waren halt, fand ich, so auf den Punkt da und haben schon auch gerade so dieses, also ich fand so gerade so vom Umschalten her, wobei die ja gar nicht viel die umschalten mussten, wir sind ja kaum da, also gefühlt da irgendwie hingekommen zu denen. Ja, aber das wirkte schon alles ganz schön reif irgendwie, fand ich jetzt von denen. Und tatsächlich aber so diese strittigen Geschichten, also auch später dann unser Tor, das dann nicht gegeben wurde wegen Abseits, das hat man von der Perspektive, aus ich da stand, nicht wirklich schlüssig erkennen können. Genau. Ich fand, dass es dann okay war, dass sie dann in der zweiten Halbzeit sich auch nicht aufgegeben haben oder irgendwie schon nochmal weiter versucht haben, aber so insgesamt stand man schon so etwas, gerade so nach kurz zu Ende der ersten Halbzeit da und war so ein bisschen, ja, irritiert oder überrascht oder was ist hier eigentlich los. Ich hatte aber vorher ja ein knappes 4-0 für uns prognostiziert, hatte aber immer die Prämisse gesagt, nur wenn wir gleich sofort zuschlagen, weil dann kann man die auch umgekehrt überrollen. Ja, und dann war es irgendwie umgekehrt. Bernd, ja. Du hast das Spiel ja auch verfolgt und dann aber auch nochmal die 90 Minuten anschauen müssen für die Taktiktafelanalyse. Elversberg hat ja mit einer Systemumstellung geglänzt, sage ich mal im Nachhinein. Also der hat ja wirklich gefruchtet. War das einer der Hauptgründe auch für die Leistung in der ersten Halbzeit, dass die Löwen vielleicht davon überrascht waren und das nicht so erwartet hatten mit der Dreierkette? Na, das denke ich überhaupt nicht, weil
Grundsätzlich verschieben ja alle Mannschaften, ob das jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette gespielt wird, die verschieben ja alle in irgendeiner Weise, wenn sie den Ball haben, sowieso auf die Dreierkette im Offensivspiel. Ja, es geht ja entweder beide Außenverteidiger nach vor und der einer von zwei Sechsern oder der Sechser lässt sich zurückfallen, oder es geht ein Außenverteidiger vor und die anderen bleiben quasi in der Restverteidigung. Das ist eine Sache, da brauchst du dich nicht viel umstellen. Ja? Das ist halt ein System auf dem Papier, aber die Verschiebungen und so weiter, die ergeben sich ja im Spiel immer. Du brauchst ja einen Mann aus der Defensive immer mit vorne drin. Und wenn du mit zwei Sechsern spielst, brauchst du auch den einen von beiden Sechsern weiter vorne. Das ist ja dann immer dieser berühmte Box-to-Box-Spieler. Ja, und ob der jetzt aus der vorderen Kette nach hinten dann läuft, beim defensiven Umschalten oder andersrum, das ist ja kupft wie Kechtelt. Also da würde ich keinen Unterschied jetzt wirklich festmachen. Ja, also das ist so eine Sache. Es war einfach die Staffelung, die war stark. Ja, das hat aber wenig mit dem System zu tun, sondern viel mit der Taktik. Und System und Taktik in einen Topf zu werfen, das ist halt schon mal fraglich. Ja? Also ein System hat selten was mit Taktik zu tun. Gehört natürlich schon ein bisschen zusammen, aber du kannst ein 4-1-4-1 genauso defensiv spielen, wie du ein 5-3-2 offensiv spielen kannst. Also das ist immer ganz drauf angelegt, wo setze ich die Pressinglinie, wo setze ich die Defensivlinie und so weiter und so fort. Und das sind Sachen. Das geht dann wirklich tiefer rein und es hatte weniger mit dem System zu tun, sondern mehr mit der Staffelung von Elversberg, mit der wir nicht klargekommen sind. Und dann mit unserer, ja, Bewegung. Wir waren teilweise in einigen Positionen viel zu früh, viel zu weit vorne. Dadurch konnte Elversberg sich gut stellen. Wir haben dann keine Anspielstationen von hinten rausgefunden. Das hat dann alles behäbig und langsam gewirkt. Wir haben wahnsinnig oft schon im eigenen letzten Drittel quasi den Ball wieder verloren. Das muss ich dir vorstellen, bis das Gegentor gefallen ist, ja, haben die uns fünfmal, in 12 Minuten haben die uns fünfmal den Ball im eigenen letzten Drittel weggenommen. Das darf nicht passieren. Und warum ist das passiert? Ja, weil man nicht aufpasst hat. Also ein bisschen überheblich oder wie Ein auch immer. bisschen langsam gewesen, ein bisschen zu viel geschaut, zu wenig Bewegung drin und schwuppdiwupp passiert sowas. Dann kommst du aus dem Takt, wirst ein bisschen nervös und ja, dann geht es halt dahin. Ja, und alle anderen Begleiterscheinungen, die da noch dabei waren, die darf man da jetzt auch nicht zu hoch hängen. Das war einfach ein gebrauchter Tag, vermutlich. Wegen vielen verschiedenen Sachen. Ich habe jetzt ein paar Mal irgendwo gehört, dass das irgendwelche Probleme mit dem Bus gegeben hat. Ich weiß es nicht, sind die erst am Samstag angereist mit dem Bus oder wie war das? Am Freitag. Am Freitag schon, ja. Dann kann die Anreise kein Problem gewesen sein. Stau, Ja, das ist massiver egal. Stau. Also wenn ich am Freitag einen Stau habe, dann steige ich aus dem Bus aus und dann laufe ich noch mal ein bisschen, dann habe ich das auf den Knochen wieder heraus. Also das kann es nicht sein. Nein. Ich fand es am Fernseher auch, also wirkten einfach agiler, spritziger, auch brutal schnell im Defensivverbund, was du eben gesagt hast, in den Linien schon drinnen wieder gestanden. Also das einfach, ja, hat man ja dann auch gesehen. In der ersten Halbzeit ging ja wirklich überhaupt nichts nach vorne bei uns, also so gar nichts, was ja auch bei den stärksten Offensiven schon irgendwie verwunderlich ist. Ich meine, die Löwen sind jetzt auch nicht so schlecht gestartet und gerade in der Offensive war da halt schon eigentlich immer Alarm. Fand ich schon ein bisschen verwunderlich und klar. Dachte dann auch, dass Elversberg dieses Tempo nicht durchziehen kann. Aber gut, dadurch, dass sie da 3-0 zur Pause vorn waren, mussten sie das ja auch gar nicht mehr im zweiten Durchgang und waren dann auch ein bisschen besser im Spiel. Aber hat auch gereicht für die Löwen, so ein bisschen weniger dann zu leisten, vielleicht mit Der Kontrolle am Billard, Ball. dieses Billard-Ding am Schluss dann noch reingeht, dann bist du auch mit 5-1 dabei. Weißt schon, diese eine Chance noch, ja. Ja, und dann war noch dieser seltsame Rückpass da, ich glaube vom Wein, wo man sich auch am Kopf gelangt hat, warum spielt der da jetzt so zurück? Ging ja dann nochmal glimpflich aus, aber trotzdem war das auch so ein Moment, wo man sich sagt, hoppala. Und muss auch, also noch so eine Sache aus der Statistik, bis zum ersten Gegentor
haben wir genau 5 defensive Zweikämpfe gewonnen. Das ist nicht viel. Nicht wirklich. Tja. Ja, also wir waren einfach nicht vorhanden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das jetzt irgendwie weiter durchzieht. Das war einfach ein gebrauchter Tag. Viele sagen dann immer Mund abwischen, Krone richten oder was auch immer, aber genau das ist einfach das Motto, mit dem man da jetzt in den nächsten Spieltag dann reingehen müsste. Der Mann in Schwarz stand ja auch so ein bisschen im Mittelpunkt mal wieder. Christian, hast du die Zusammenfassung schon angeschaut nochmal auch? Dann können wir ja kurz, einfach ganz kurz und prägnant drüber reden. Das 2-0, Elfmeter für Elversberg, ja oder nein? 3-0 war der Elfmeter. 3-0 war der Elfmeter, Ja. Entschuldigung. Dann machen wir das 3-0 zuerst. Ich fand ja, dass der Moritz Stoppelkamp gegen Duisburg beim Start von 1-0, das war für mich ein Elfmeter. Da gibt es eine Berührung, der strauchelt und dann fällt er. Schaut natürlich so aus, ob er sich später fallen lässt. Aber gut, es geht ja so also schnell in der Bewegung. Aber das war eher ein Elfmeter als das, was da gegen uns gepfiffen worden ist, tatsächlich auch in der Zusammenfassung. Wir haben ja mehrere Szenen da. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich Schiedsrichtergejammer und Kritik total ablehne. Das ist ja auch in dem Fall das Schöne. Der Schiedsrichter hat auch eine glatte Note 6 verdient, aber das ist nicht der Grund, dass wir da verloren haben. Nee, um Also, Gottes Willen, darum geht es ja gar ja, nicht. aber man kann ja drüber reden auch irgendwie, ja. Insofern, Ja. ja, du möchtest wahrscheinlich über das Abseitstor von uns reden und so. Erstmal Bernd zum Aber Elfmeter. ja, gut, den Elfmeter. Wenn du dir das in der Originalgeschwindigkeit anschaust, dann kannst du da schon pfeifen. Der hat die Hand am Mann und dann fällt der um. Ja, und als Schiedsrichter weiß ich nicht, wie stark war jetzt der Druck. Ja, ich sehe einfach nur, der hat beide Hände an der Schulter und dann fällt er. Ja, wenn du dir das in der Zeitlupe anschaust, dann ist natürlich so, wow, Spezi, da hast du dich aber fallen lassen. Ja, aber wenn du das in der Originalgeschwindigkeit siehst, dann kannst du den möglicherweise schon geben. Also das ist jetzt so ein Ding, ja, da würde ich mir jetzt gar nicht so drüber aufregen. Also ich würde mir eher über das 2-0 aufregen, wo der vorher den Greilinger schubst. Kommen wir jetzt dazu. Also bei dem 3-0 bin ich übrigens bei dir. Ich hätte auch gesagt, kann man schon machen, weil in der Originalgeschwindigkeit, denke ich, ist der Einfluss beim Schieben deutlich größer, als wenn man das jetzt in der Zeitlupe beurteilt. 2-0, Pinkert kommt über rechts im ersten Kopfballduell mit Greidinger, der kommt zu Fall und im Anschluss ist dann Hiller zu spät dran und Mogalla kann ihn nicht mehr von der Linie kratzen. Chronologisch jetzt falsch rum. Aber da sagst du schon Foul für dich, Bernd? Ja. Okay, Christian? Der schubst Auch. ihn von hinten. Wie soll er sich denn wehren? Ja, der ist Schwierig. in der Vorwärtsbewegung und wird von hinten geschubst. Ja, da fällst du natürlich hin. Richtig. Gut. Sind wir uns wohl einig in dieser Runde? Auch nicht schlecht. Dann, was ich vorhin schon angespielt habe, mit Fernsehen ist manchmal nicht so angenehm. Also das Abseitstor ist schon eine grobe Nummer. Der Linienrichter steht ja auf der Seite, wo die Elversberger Spieler beide das Abseits aufheben. Hat klar freie Sicht. Boyama macht den Anschlusstreffer und nach sekundenlanger Verhandlung wird dann zurückgepfiffen. Also da weiß ich beim besten Willen nicht, wie man das anders sehen kann. Da stehen zwei Elversberger und heben es abseits auf. Mir hat vorhin jemand erzählt, der direkt bei dem Linienrichter stand, nämlich in diesem Block A2, also auf der Seite, dass der Linienrichter auch gar keine Anstalten gemacht hat, das anzuzeigen, dieses Abseits. Und das, dann heißt Tor und plötzlich fangen die an zu diskutieren, ja, können vielleicht doch, also dass wohl der Impuls sogar vom Schiri kam. Ich persönlich muss gestehen, wir standen ja dann genau auf der anderen Seite drüben, also ganz rechts sozusagen, dann, wenn man aufs Spielfeld schaut. Und wir haben nur, oh geil, Tor, wunderbar. Und dann freut man sich, super, jetzt haben wir auch noch eins geschossen und ist ja immerhin noch eine Weile und vielleicht schießen wir noch zwei. Und auf einmal heißt es, nee, doch kein Tor. Also nach gefühlt unendlich langer Zeit. Man hätte die Frage aufwerfen können, gibt es jetzt schon den Videobeweis in der dritten Liga? Also, Bernd, wie war das bei euch? Du warst etwas weiter links gestanden als wir. Ja, ich war da ein bisschen weiter links drüben. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Also ich habe da gar nichts gesehen, weil du siehst das halt nicht von der Position. Ja, das ist ein Deswegen Winkel. fährt man da ja auch stundenlang hin, um dann nichts zu sehen. Ich bin noch dazu ein relativ großer Mensch und habe das Glück, eigentlich normalerweise über alle drüber sehen zu können, aber halt in diesem Block, dadurch, dass er halt ein wenig flacher ist, als er vielleicht sein müsste.
habe ich es halt nicht sehen können. Ja? Gut, ist ja egal. Ich habe es ja dann im Fernsehen gesehen und da kannst du ja wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das Einzige, was ich mir denken kann, warum das so ist, ja, weil das schaut in einer Kameraeinstellung am Fernseher, schaut so aus, als hätte, glaube ich, der Lakenmacher da noch irgendwie den Fuß hingebracht, was aber gar nicht war, weil der Ball ist ja 1 Meter an ihm vorbeigegangen. Der lag nur so komisch, dass es aus dieser Kameraeinstellung so ausschaut, als hätte der den, und der wäre tatsächlich im Abseits gewesen, wenn der den Ball berührt hätte, bevor der Boyamba ihn geschossen hat. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich mir sage, vielleicht haben sie da einen Phantomfuß am Ball gesehen vom Lakenmacher. Ansonsten ist das eine ganz klare, unverzeihliche Fehlentscheidung. Gut. Machen wir trotzdem einen Haken hinter. Also wie gesagt, wir sind uns einig, Schiri ist jetzt nicht schuld an dieser Niederlage. Natürlich jetzt eher. Hätte Fahrradkette anders laufen können, wenn und überhaupt, aber ist halt eben nicht so. Ich bin trotzdem froh, dass es einen Videobeweis nicht gibt. Ich brauche das unbedingt nicht so Absolut. unbedingt. Uns hat ein Leser kontaktiert, wir wollen es jetzt gar nicht direkt in Verbindung bringen, und hat aber Auffälligkeiten bei Wettquoten. Also es gibt ja Sportwetten, wird sicherlich der eine oder andere kennen. Ich war da auch wieder aktiv, habe natürlich gnadenlos auf den falschen Verein, nämlich unseren, gesetzt am Samstag. Wie das halt so läuft, wenn man zu selbstbewusst ist und glaubt, es läuft alles gut. Uns hat ein Leser kontaktiert, also eigentlich den Christian, um genau zu sein, und wir haben auch diskutiert, ob was bringen soll oder nicht, aber wir haben es einfach mal dokumentiert. Stellt doch einfach nochmal kurz dar, was er uns geschrieben hat und was wir jetzt berichtet haben. Genau, also der hat mich dann auf der Heimfahrt am Samstag, das ist einer, mit dem hatte ich schon mal öfter Kontakt, ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber hat schon öfter mal geschrieben, halt so irgendwie, wenn er Fragen hatte oder so zu Themen, und dann hatten wir so einen Austausch über Facebook, private Nachricht, und der hat mich eben kontaktiert, und wie gesagt, ich will das jetzt hier, mir ist das tatsächlich zu dünn, das Eis, und wir reden ja auch nicht über Eishockey. lustig. Der hat draußen vor den Radioempfängern, wollte ich schon sagen, vor den Lautsprechern lachen sich jetzt alle tot. Nein, also jetzt zurück. Also der ist selber auch aus dem Bereich Wettbüro, hat selber mal mehrere Wettbüros geleitet. Und der hat halt am Samstag, wir haben ja witzigerweise im letzten Talk auch über Wettquoten gesprochen sogar, ich glaube das erste Mal. Und das war ja relativ ausgeglichen, was schon überraschend war, so 2, noch irgendwas für Heimsieg, 2, noch was für Auswärtssieg. Und er hat eben beobachtet, weil er selber da eben interessiert dran ist, dass die Quote auf Heimsieg kurz vor Spielbeginn massiv runtergegangen ist, also so richtig auf. Er spricht von 1,6 und bei einem anderen Anbieter sogar 1,55, also dass man sozusagen kaum mehr was gewinnen kann mit einem Heimsieg. Entsprechend analog ist die Quote für Auswärtssieg, also für unseren Sieg, extrem in die Höhe geschnellt. Also alles vor Spielbeginn noch, aber ganz knapp. Und er hat das leider nicht gescreenshottet oder so, aber es ist ihm aufgefallen. Ich habe jetzt schon von, ja, also damit hat er, ist er auf mich zugekommen und gesagt, vielleicht könnt ihr da mal irgendwas recherchieren oder rausfinden. Wir haben dann tatsächlich auch so versucht, verschiedentlich da Leute, die man kennt, die da in dem Bereich unterwegs sind, so Kontakte aufzunehmen. Kam nicht so richtig jetzt was dabei raus, aber wir haben dann eben heute entschieden, das ist einfach nur nochmal der Hinweis für unsere Zuhörer und Seher, lesen bildet. Gerne auf 60er.de diesen Artikel. Jan, hast du gerade die Überschrift parat, aber das ist jedenfalls, der ist heute Nachmittag erschienen. Und da haben wir ein Interview jetzt geführt mit diesem Informanten, nenne ich ihn jetzt mal, der Matthias, so heißt er in diesem Bereich. Der tritt jetzt natürlich dann nicht mit seinem bürgerlichen Namen auf, aus nachvollziehbaren Gründen. Und wie gesagt, das Eis ist sehr dünn. Wir fangen nicht an, Manipulationsvorwürfe irgendwo hinzurichten, aber es ist uns einfach so aufgefallen. Und an der Stelle geht halt der Aufruf raus, falls es jemand gibt, denn daran hapert es momentan oder hakt es. Es gibt niemanden, der das wirklich dokumentieren kann, dass diese Quote 1,6 war zu Spielbeginn, was einfach ein extremer Sturz wäre von, ich sage jetzt mal 2,4 oder was am Tag davor oder noch in der Früh an dem Tag. Und genau, wenn es da jemand gäbe, der das irgendwie dokumentieren kann, weil er schriftlich hat oder weil er Zugang hat, also Screenshot oder so, oder weil er Zugang hat, dann darf er sich gern bei uns melden. Dann kann man das Thema vielleicht weiterverfolgen. Aber im Prinzip muss man auch sagen, und das sagen wir dann nochmal, unabhängig davon, der Grund für die Niederlage war nicht im Schiedsrichter zu sehen. Das ist immer nochmal ganz wichtig. Genau. Aber an der Stelle halt die Einladung, mal dieses durchaus interessante Interview bei uns zu lesen. Nicht nur immer hier sich zulabern lassen von uns, sondern
Auch mal selber aktiv sein. Auch mal die Augen anstrengen so ein bisschen, nicht nur die Ohren. Genau. Löwenfan, wo. Ist aber anstrengend genug für die Ohren, uns zuzuhören, glaube ich. Furchtbar, ja. Das ist fast schon Erholung dann. Die Überschrift lautet: Löwenfan beobachtet Absturz der Quote in Elversberg. Also, falls wer Interesse hat und eben vielleicht auch sogar dann Informationen hat, gerne mal da drunter kommentieren oder zumindest einen Artikel lesen. Wir würden uns freuen. Abschließend an euch beide die Frage: Thomas hat es in den Giesinger Gedanken so auf den Punkt gebracht. Zurück auf den Teppich. Seht ihr das auch so? Vielleicht Bernd zuerst. Ja, kann man vielleicht so sehen. Also es ist halt dieser heilsame Schuss vor den Bug oder wie man es auch immer nennen will. Ob das tatsächlich so ist, werden wir erst am Freitag wissen. That's it. So kurz vor 9. So ungefähr. Ja, ich denke, es ist schon noch ein fliegender Teppich. Der von Elversberg fliegt halt im Moment ein bisschen höher. Sei ihnen vergönnt. Ist die Frage, ob sie das bis dahin, bis zum Ende noch durchhalten werden können. Das werden wir sehen. Wir hatten ja schon mal auch im letzten Talk das Beispiel Viktoria Berlin angesprochen. Die waren ja zwischenzeitlich auch mal Tabellenführer und sind dann doch noch ins Mittelfeld abgesackt. Also mal sehen. Es sei ihnen vergönnt. Abgestiegen vor allem. Auch das, ja. Also wir werden das mal beobachten, was im Saarland so wie sich das weiterentwickeln wird. Bevor wir zum Spiel am Freitag springen, zur nächsten Partie, wurde heute das Wiesentrikot veröffentlicht um 18 Uhr. Komplett in grün gehalten, also bis auf ein bisschen weiße Akzente, mit mehreren Accessoires oder ich glaube, Stefan Tempel würde sagen, Applikationen in seinen Videos hat er es immer genannt, mit dem Münchner Kindel und eingenähten Stick, so ein bisschen was. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Was haltet ihr vom Design? Wer darf zuerst? Wer darf zuerst? Christian, mach du mal. Ich frage mich, ich bin ein Langweiler, wenn wir kein Wiesenspiel haben, wieso haben wir dann ein Wiesentrikot? Das ist mal die erste Frage. Und tatsächlich, wenn ich an den Freitag denke, dann habe ich ein bisschen Angst und Bedenken. Da reden wir ja auch gleich drüber, von wegen zurück auf den Teppich, aber am Freitag vielleicht schon dann sich verkriechen unterm Teppich. Und dann sage ich wiederum, dann ist das Trikot für Freitagabend natürlich perfekt, denn grün ist die Farbe der Hoffnung und die stirbt zuletzt. Nein, also jetzt ernsthaft, ich finde es tatsächlich nicht gelungen. Ich fand es vor 2 Jahren richtig geil, das Blaue, das habe ich sogar auch zu Hause. Und ja, dieses Trikot würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ich finde es ein bisschen einfallslos, ehrlicherweise. Und warum es grün ist, verstehe ich auch nicht ganz. Also wie gesagt, die Hoffnung ist das Argument. Aber ja, die Trikots dieses Jahr ist ja sehr ambivalent. Dann erst das furchtbare Auswärtstrikot, also viele gesagt haben furchtbar, dieses Ausweichtrikot, jetzt übrigens auch schön verloren in Elversberg in dem. Das Heimtrikot finde ich ganz cool sogar. Jetzt wieder das nicht so doll. Ja, mei, da gibt es halt auch immer solche und solche Meinungen. Diesmal auch wieder eher negativ. Bernd, wäre jetzt cool, wenn du es total geil findest dann, und mir total widersprichst. Kann ich leider nicht tun. Ja, ich habe es fast erwartet. Ja, gut, also ich bin ja generell von so Sondertrikots und so weiter, bin ja eh kein wirklich großer Freund. Und ja, wir hatten schon schönere Wiesentrikots. Was sind wir diplomatisch? Ich finde grundsätzlich das mit dem Wiesentrikot schon einen coolen Brauch, ehrlich gesagt. So. Also das, glaube ich, haben wir sogar erfunden im Prinzip. Es gibt da so einen anderen Verein in der Stadt, die haben es dann schön nachgemacht irgendwie. Wahnsinn. Wusstest du nicht? Also nein, ich meine einen anderen Verein in der Stadt. Achso, nee, also vergiss. Ist für dich gar nicht so wichtig, jetzt zur Größte. Aber tatsächlich an sich, Wiesentrikot finde ich schon ganz geil irgendwie so, aber dann muss es halt auch gut ausschauen. Ich mochte auch diese Trikots, die so ein bisschen zum Beispiel diesen Westencharakter oder irgendwie so, den Trachtcharakter herausstellen. Aber das gegen Dortmund zum Beispiel damals fand ich auch nicht gut irgendwie. Ja, also das so ein bisschen Stacheldrahtoptik hatte, glaube ich. Da sind lauter so kleine Löwen und es sieht so ein bisschen aus wie so Stacheldraht-Nadelstreifen. Ja, genau. Aber wenigstens sind wir uns da nicht einig, Bernd. Also ich, Wiesentrikot, top. Wenn es gut ausschaut. Wenn es gut ausschaut, ja. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, muss ich sagen. Ich fand zum Beispiel das letztes Jahr in Anlehnung einfach an das alte Nike-Trikot fand ich super. Also diese, ich frage mich eh, warum nicht mehr Vereine mal in ihren Trikot-Designs mal ein älteres Design wieder aufgreifen und so ein bisschen auffrischen. Also so wie wir es halt gemacht haben. Ich fände das mega cool. So retro-mäßig. Also, aber gut, müssen die Designer ja wissen. Ich habe auch sicherlich, ich habe auch schon andere Meinungen jetzt gelesen zu dem grünen Trikot von heute. Die finden es super, die Leute. Also
Soll ja beides geben, ist ja in Ordnung. Ich habe wohl in Mitte der 90er im Löwenbräu noch ein Auswärtstrikot, das sehr ähnlich war in Grün. Und das, glaube ich, da fühlen sich jetzt viele dran erinnert und finden es geil irgendwie. Also insofern, dann, da ist ja schon Retro. Kann natürlich auch sein, ja. Gut. Auf jeden Fall, um da noch den Kreis zu schließen, Hasan Ismail wollte spenden und Anthony Power tut es jetzt auch mit dem Wiesentrikot, weil er wird die Merchandising GmbH 3.000 Euro an den Aktionen alle für Moritz geben. Das ist eine super Sache, denke ich. Passend dazu spielt auch morgen, ich werde es noch im Artikel aufgreifen, der FC Pimpenzried gegen den SC Inhauser Moos, das ist der ehemalige Verein von Moritz, spielt in Lohhof um 19.30 Uhr auch ein Benefizspiel, wo dann auch nochmal Einnahmen für die Familie generiert werden. Also gute Sache auf jeden Fall, dass es da noch weitergeht und auch jetzt nicht nur nach den Tagen nach dem Tod, sondern jetzt auch im September noch weiter die Hilfe der Familie zuteilkommt. Harter Cut, wir springen zum Freitag. Wir springen zum Duell mit dem FC Erzgebirge Aue. Ich habe gestern nochmal den Fernseher bemüht in der zweiten Halbzeit, habe mir dann das Westsachsen-Derby angeschaut, nach 22 Jahren mal wieder aufeinander getroffen, Erzgebirge Aue daheim gegen den FSV Zwickau und es ist schon erschreckend, wie schlecht die spielen. Ich weiß nicht, ob Bernd schon was gesehen hat für die Taktiktafel. Ich glaube, Thomas meinte auch, ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber dass da halt einfach im Moment gar nichts vorwärts geht. Also hast du schon was gesehen, Bernd, zufällig? Nein, tatsächlich hatte ich bisher noch keine Zeit, weil gestern musste ich mich ja um die Taktiktafel kümmern, damit die auch heute pünktlich kommt. Und nachdem erst morgen Schulbeginn ist, hatte ich heute Vormittag auch nicht wirklich Zeit und Nachmittag andere Sachen zu tun. Das heißt, ich werde mich jetzt nach dem Talk hinsetzen und dann mir das Wiesbaden, also Aue gegen Wiesbaden, als erstes mir mal zu Gemüte führen und dann das sukzessive abarbeiten bis zu dem, was da gestern gegen Zwickau passiert ist. Das wird sicher eine sehr interessante Geschichte, weil von Systemtreue zum Beispiel scheint der Herr Rost gar nichts zu halten. Die laufen in fast jedem Spiel anders auf. Ja, mal sehen, was da dabei rauskommt. Ich kann euch jetzt so ein paar Zahlen vielleicht von denen um die Ohren hauen. Und da schaut Aue bei den Zahlen, wenn man nur die Statistiken anschaut, gar nicht so übel aus. Auch nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, die sind bei den defensiven Sachen eigentlich guter Durchschnitt. Offensiv sind es auch nicht schlecht. Was halt stark auffällt, ist, den Herrschaften aus Aue fehlt offensichtlich ein wenig das Zielwasser. Das heißt, die schießen schon aufs Tor und kommen da auch hin, aber das Tor zu treffen, das ist das Problem bei Aue. Was ich jetzt nur von den Zahlen sagen kann. Wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen. Ich bewege mich da, wie sagt der Christian so gern, auf dünnem Eis. Erstmal vielen Dank für die Erinnerung, dass morgen der erste Schultag ist wieder, der Horrortag für alle Eltern von heranwachsenden oder pubertierenden Jugendlichen. Bernd, also danke dafür. Habe ich das erfolgreich verdrängt in den letzten 30 Minuten, aber egal. Ja. Ich mache bei Aue, du wirst mich ja sicher auch gleich danach fragen, ich antworte schon vorher, einen Trend aus, den man im deutschen Fußball gerade auch in der zweiten Liga ausmachen kann. Der Absteiger aus der höheren Liga, der einfach sich erstmal unten einsortiert. Wenn du mal in die zweite Liga schaust, Fürth letzter, Bielefeld drittletzter, dazwischen noch Braunschweig und Magdeburg, also auch lustig, die Aufsteiger. Aber das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Also so dieses in einer neuen Liga ankommen, einer tieferen Liga ankommen und das annehmen, scheint jetzt gerade so ein bisschen schwierig zu sein. Sowohl, ja, es sind immer drei Beispiele dafür, ja. Ohne und wir haben von letzter Saison Würzburg ja auch noch Würzburg, da. Als wobei die waren die gleich von Anfang an richtig da unten drin, das weiß ich gar nicht. Ja, gleich einmal von uns 2-0 am ersten Spieltag. 1-0? Egal. Zu 0 auf jeden Fall. Ich glaube, es war nur 1-0, aber wurscht. Also, ja, auf jeden Fall haben sie am ersten Spieltag gleich mal verloren und den Trend bis Ende der Saison auch gut fortgesetzt.
Aber wenn du es dir bei uns anschaust, selbst dieses Bayreuth hat jetzt noch einen Punkt mehr, wo es ja irgendwie auch ganz schlecht läuft, ganz traurig für eine 0 zu 6 gegen Saarbrücken, das ist ja gar nichts irgendwie. Aber ja, das ist schon eine Ansage dann so als Absteiger, ambitioniert, wir müssen zurück in die zweite Liga, 3 Punkte nach 8 Spielen, kein Sieg. Ja, und da ist natürlich dann sofort meine große Angst, dass die, ja, da sind wir doch genau der richtige Gegner jetzt, auch ein bisschen angeschlagen. Wiesentrikot, totale Euphorie. Nein, also das Wiesentrikot haben wir schon öfter mal schlecht bespielt, glaube ich, ehrlich gesagt. Mir ist bang vom Freitag. Jetzt mal ganz unabhängig von sportlicher Bewertung, Bernd, die du Ja, vorhin. die Zahlen von Bernd mögen gar nicht so schlecht aussehen. Der Blick auf die Tabelle sagt da, wie Christian schon andeutet, deutliche andere Sprache. 3 Unentschieden, 5 Niederlagen, entsprechend 3 Punkte, Tabellenletzter. Und auch wenn man jetzt gerade das gestern gesehen hat, die Fans haben wirklich die Schnauze voll. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Da ist es Richtung Ende schon ordentlich eskaliert. Auf der Tribüne wurde ein Zwickauer Ersatzspieler wohl angegriffen, dann auf dem Feld wurde der Torschütze, der zugegebenermaßen auch den Block doch sehr provoziert hat, noch fast angegangen. Da ist auch der Trainer von Zwickau, der Joe Ennox, noch dazwischen gegangen. Und hat vor allem sich nachher übrigens großartig, Joe Ennox sowieso ein großartiger Mensch und ein großartiger Trainer auch und überragender Typ, haben wir auch, glaube ich, oft hier schon gefeiert, der nachher sich entschuldigt für das Verhalten seines Spielers und ganz klar sagt, das geht überhaupt nicht. Der hat ihm ja auch, glaube ich, sogar während des Spiels dann noch gleich Er hat eine ihn noch Ansage gemacht. unmittelbar nach dem Tor ranzitiert und gesagt, Junge, so geht's nicht. Muss man Also auch dazu sagen, wirklich, also sehr, sehr gut gehandelt. Ich finde es auch schön, da sind Emotionen dabei, deswegen würde ich das dem gar nicht so vorwerfen. Die sind nämlich auch, haben auch entsprechend sich da vorher schon einiges angehört in Aue, sowohl vor dem Stadion als auch im. Und dann geht es mit dem durch und ist ja auch irgendwie lustig, er geht auf den Gästeblock zu. Aber umgekehrt muss natürlich der Verantwortliche auch sagen, so geht es eben nicht. Das sind so diese Spiele. Aber das fand ich Mein echt cool auch vom Ennox, dass er da sagt, no way. Ich habe auch einen Kumpel, der ist Aue-Fan, auch gesagt, wenn es jetzt von euch ein Spieler wäre und er würde es vom Gästeblock machen, würde es euch von euch eher auch jeder feiern. Also, Ach so, hat er sich aufgeregt drüber, oder wie, oder nee, was? hat er gar nicht. Er hat gesagt, er versteht ihn, weil du eben auch vor dem Spiel eben Scharmützel gab und so. Er versteht es dann sogar aus neutraler Sicht sozusagen. Derby-Charakter eben, dass man das halt macht, dass man ein bisschen drüber ist. Klar, muss nicht sein und provoziert dann doch nochmal mehr, als es vielleicht irgendwie, also es bringt ja nichts. Aber. Schon, aber trotzdem so eine Aktion aus dem Fanblock rausstürmen und in Ja, dem um Gottes Interview, Willen. Nein, nein. wie heißt es, in die Mixzone da hineinstürmen und dann Spieler auf die Fresse hauen wollen. Also, wo sind wir denn bitte? Also ganz klare Empfehlung auch dann hier nochmal Sport im Osten auf YouTube. Da kannst du das nämlich sehen, wie dieses Interview bei Sport im Osten mit dem Ennox geführt wird. Und auf einmal rennt der Ennox einfach weg, weil aus dem Augenwinkel sieht, dass da einer aus dem Auer Block kommt und da sein Spieler, der gerade bei Magenta interviewt wird. Und dann fetzt der Ennox darüber, ist da dann an dem Handgemenge irgendwie beteiligt. Und dann kommt er später wieder zurück und die machen dieses Interview dann einfach weiter. Und in der, ich glaube, in der Gesamtzusammenfassungssendung wird dann nur der zweite Teil gesendet, so als wäre da nichts. Aber sehr empfehlenswert. YouTube, Sport im Osten irgendwie über das Spiel. Kann man das sich nochmal anschauen. Und das nochmal mehr Joe Ennox. Joe Ennox geht auch für seinen Spieler in die Vollen. Cool. Ja, auf der Gegenseite von Joe Ennox stand und steht wahrscheinlich auch am Freitag noch Timo Rost. Er ist ja vor der Saison aus Bayreuth nach Aue gekommen. Doch etwas verwundernswert, muss ich sagen. Also er ist ja mit Bayreuth aufgestiegen und hat dann nicht den Weg da irgendwie fortgesetzt, sondern warum auch immer sich von Erzgebirge Aue dann locken lassen. Ich denke mal, hat jetzt auch eher damit gerechnet, was ich tatsächlich persönlich getippt habe, dass die eher mit dem Aufstieg was zu tun haben, als jetzt da unten in der Abstiegszone sich zu befinden und jetzt ja, lustigerweise benachbart zur Spielvereinigung aus Bayreuth, da eben unten im Tabellenkeller zu sitzen. Der Präsident von Aue hat sich heute, glaube ich, nochmal geäußert und auch gesagt, dass er wohl weiter mit, also so wohl weiter mit Rost plant. Das konnte man jetzt nicht gerade annehmen nach dem gestrigen Ergebnis auch oder überhaupt auch nach dem Saisonstart. Mal sehen, bis Freitag sind ja noch ein paar Tage, ob es da nicht doch noch eine andere Lösung gibt. Magst du meine Hypothese hören dazu? Du glaubst jetzt, dass wir im Wiesentrikot verlieren und ja. Nein, nein, meine Hypothese zu diesem Trainerthema in Aue. Ach so. Das eine Spiel kriegt er jetzt halt noch bei uns. Und wenn er den Bock da umstößt, dann passt. Und dann ist diese Spielpause von 2 Wochen. Und das ist auch ein Klassiker, dass man den Trainer genau dann neu, also da wird, ich behaupte, die haben auch schon den in der Hand, den neuen, an der Hand, den neuen. Und am Freitag entscheidet sich, und das ist ja für die, das ist ja eine richtige Langpause. Wenn die am Freitag bei uns verlieren, sagen wir mal, dann wird der am Freitagabend noch entlassen. Weiß er auch schon.
Und dann wird gleich am Samstag oder Sonntag der Nachfolger präsentiert. Und dann hat der 2 Wochen Zeit, sich aufs nächste Spiel, gegen wen auch immer dann, das weiß ich jetzt natürlich nicht, vorzubereiten. Das wäre so meine Theorie zu der Thematik. Und die entlassen ihn jetzt nicht jetzt irgendwie so kurz. Jetzt ist Freitag schon das nächste Spiel. Dann sind die neuen Trainer irgendwie am Mittwoch, der dann daherkommt und so, ist alles zu knapp. Also das wäre jetzt so mein Ding mal. Nächstes Spiel wäre dann Freitag am 30.09. gegen den SV Meppen zu Hause. Das nächste von denen? Das nächste von Aue. Ja, 2 Wochen. 2 Wochen Zeit aber einfach für den neuen. Ja. Willst du das, glaubst du, dass das anders ist? Oder, also findest du das ein Schmarrn, was ich da sage? Oder? Nein, um Gottes Willen. Mit der 2 Wochen Pause klingt ziemlich logisch tatsächlich. Wäre ja auch, ich meine, das eine Spiel hin oder her. Ist ja noch genug zu spielen hinten raus. Da kann man noch entsprechend ihm die eine Chance geben vielleicht. Mhm. Ja, wir werden sehen. Bernd, was erwartest du dir? Wieder, ich hoffe mal, eine bessere Leistung als am Samstag entsprechend in der ersten Halbzeit. Aber das sollte, denke ich, machbar sein, oder? Ja, ich erwarte da schon deutliche Steigerungen in allen Belangen. Also sowohl von der Laufbereitschaft her, als auch, dass die Herrschaften im Kopf ein bisschen flinker sind, als sie am Samstag waren. Und das, also ich bin schon der Meinung, das ist ein Heimspiel, Freitagabend, Flutlicht, volle Hütte. Da wird die Mannschaft definitiv ein anderes Gesicht zeigen. Muss sie auch, und wenn sie es nicht täte, dann würde es mich schon sehr wundern. Christian, siehst du vermutlich ähnlich. Absolut. Wobei, wie gesagt, jetzt haben wir natürlich schon eine neue Komponente. Diese Leichtigkeit ist irgendwie weg. Ich gebe ja auch weiterhin zu, dass ich eigentlich nur das Dresden-Spiel, und dann war ich ja weg. Ich war ja wirklich so aus der Welt irgendwie hier den ganzen August. Deswegen habe ich das alles, wie das hier so lief, ja nur aus der Ferne mitbekommen. Aber ich fand so gegen Duisburg, es hatte auch so was ganz, so eine Leichtigkeit einfach. Also einerseits so eine Dynamik natürlich und diesen Willen, was wir gesagt haben, und dieses immer weiter, aber ebenso auch, es lief so irgendwie. Ja, und dann schießt halt dein Ferl irgendwie in Paderborn in der letzten Minute noch den Sieg, 3 vorne in Köln, kriegst auch noch den Ausgleich hin und es läuft irgendwie so. Und das ist jetzt halt vielleicht oder gefühlt vorbei erstmal mit diesem Spiel. Und wenn sie jetzt natürlich das Verkrampfen anfangen, oh, dann, ja, und es ist schon so ein bisschen jetzt schon wieder auch, finde ich, was sehr, aber die anderen müssen jetzt irgendwie liefern. Hab meine Theorie ja eh, sonst ist der Trainer weg. Ist wahrscheinlich auch nicht so, also wir sehen uns jetzt so keine Erkenntnis tiefschürfende. Und dann hat das schon wieder so ein Final, also für die einen finalen Charakter und für uns schon auch so ein, vielleicht auch so ein Charaktertest irgendwie, ob man halt aus jetzt so einer blöden Situation sich einfach auch wieder raushieft und eben wirklich diese Spitzenmannschaft ist, der man jetzt heuer eigentlich alle zutrauen, dass sie den Sprung schafft. Das ist eigentlich schon lustig, weil wir verlieren ein Spiel und jetzt ist schon wieder... Das ist 60. Ja. Das ist wirklich 60, das kann man nicht anders sagen. Ja. Andere würden sagen, ja, Meier ist einmal verloren. Gut, die Art und Weise ist halt wieder die Sache auch, aber ich glaube, dass es am Freitag deutlich besser wird. Bin da recht optimistisch, dass wir da was reißen, auch wenn es für den Gegner vielleicht nicht so unbedingt gut ist, aber wir haben, wie gesagt, noch genug Spiele hinten raus, um es dann noch zu ändern, das Saisonresultat zu verbessern. Ich glaube, Regionalliga Nordost wäre für die schon ein richtiger Schlag in die Magengrube, also Grube ist ja passend, um bei den Wortwitzen zu bleiben. Da kennen die sich ja aus. Genau. Ja, ja. Aber das wäre schon... Wäre schon ein grober Absturz in die 4. Liga, da muss erstmal wieder rauskommen. Also. Ja, vor allem ist ja diese Nordostliga da kein Pappenstiel. Soll es die eine oder andere Mannschaft geben, die oben will. Ein oder anderen ambitionierten Teams sind da ja dabei. Was weiß ich, Chemnitz, Jena, BFC, Dynamo, Cottbus. Welche Regionalliga ist aber ein, wie hast du es genannt? Also, das sind ja alle irgendwie, der Norden vielleicht, da ist es so ein bisschen weniger, aber du hast im Südwesten und Westen hast schon auch die Dichte, oder? Hier mit Münster und was weiß ich, alle, die da halt irgendwie auch eigentlich in diese 3. Liga gehören oder wollen oder glauben zu gehören. Münster nicht West? Ja, sage ich ja eben. Nein, ich meine, Nordost ist, also im Westen und Südwesten ist es ja auch so, dass du da schon viel ambitioniertes Vereinsvolk hast. Im Norden ist es vielleicht ein bisschen entspannter, aber das wollte ich eben sagen. Im Grunde sind diese Regionalligen alle irgendwie hart, denn die willst nicht absteigen und dich dann mit den anderen da kloppen um den einen Platz in dem Jahr, wo, oder sogar um den halben Platz sozusagen, nur wenn du in dem Jahr der bist, der da die Relegation spielen muss. Ja gut, aber jetzt lassen wir mal Aue sein
Weil das ist nicht unser Kernthema. Reden wir lieber über Meppen gegen Ferl. Ferl gegen Nein, Meppen. nein, nein, nur grundsätzlich Ja, über das, ja. was Aue passieren könnte. Ich meine, das interessiert mich ungefähr so viel, wie wenn in China ein Radl umfällt. So sehr doch. Aber Ferl Meppen tatsächlich, Ausgleich 87. Minute. Ich muss es jetzt hier an. Und wer schießt das Tor? Die Älteren erinnern sich. Der hört auf den Nachnamen Wosch. Ist das der Sohn tatsächlich? Der Joscha Wosch, 20 Jahre alt und gebürtig in Halle an der Saale. Also dann im Jahr 2002. Okay, genau. Der hat in der 87. Minute gerade noch den Ausgleich für Ferl erzielt. 2:2 ist das Ergebnis. Ich frage mich gerade nur, ob es jetzt wichtiger ist, ob in China ein Radl umfällt oder der berühmte Sack Reis. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden. Denke ich, sind wir zum Schluss gekommen hier mit den Ausführungen zum Gegner. Wie gesagt, Freitag 60 München gegen Aue, Anpfiff 18:60 Uhr im Grünwalder Stadion. Alle drei und noch weitere von 60er.de auf jeden Fall wieder im Stadion dabei. Wir freuen uns aufs nächste Heimspiel und hoffen, dass es ein besseres Ergebnis als in Fair gibt. Bis dahin bleibt uns treu, lest den Artikel von Christian und Und kommentiert alle anderen das. auch. Alle anderen natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche mit externen Gästen, so viel können wir schon ankündigen. Wir sagen noch nicht wer. Also externe, interne Gäste, weil sie haben schon mit den Löwen zu tun. Lasst euch überraschen und schaltet natürlich ein. Highlight, Jan, es wird ein Highlight, die Sendung nächste Und Woche. der Moderator wechselt wieder auf Christian. Dann bin ich Nein, raus. wirklich. Endlich kann der Christian wieder das Ding hier fahren. Nein. Vielen Dank an euch beide. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut und bis die Tage. Ciao. Servus. Tschüss.